Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann, hier Archivbilder, hat sich heute im Rahmen eines Ganztagesgipfels mit beteiligten Akteuren über die Zukunft der Ganztagesschule ausgetauscht. Bei dem Treffen nahmen neben Vertretern der Schulverwaltung mehr als 500 Lehrer, Eltern, Schüler, Schulleitungen, Bildungspartner und Lehrerverbände teil. Ziel war es, über einen bedarfsgerechten und familienfreundlichen Ausbau der bestehenden Modelle zu beraten. Derzeit besteht bei knapp 40% der mehr als 5.100 öffentlichen und privaten Schulen ein Ganztagesangebot. Ziel der Landesregierung ist es, diese Angebote quantitativ und qualitativ auszuweiten. Bisher sind lediglich die Ganztagesgrundschulen sowie Gemeinschaftsschulen im Schulgesetz verankert.